anfangen wir die Sendung mit Mountainbike. Da kommt ja der Weltmeister aus der Schweiz, es ist der Nino Schurter. Wo er im letzten September den Titel geholt hat, hat seinen grossen Antipod, wie so oft, Julien Absalon aus Frankreich geheissen. Heute ist es einmal mehr zu dem Duell gekommen, das mal sogar mit Heimvorteil Schurter, zu Bern auf dem Gurten. Auch Nino Schurter selbst hatte sich auf dieses Duell eingestellt. Ja, ist immer cool, wenn man gegen Absalon fighten kann. Ich hoffe, ich bin in der Lage heute, um wirklich immer Parole zu bieten. Heiß und trocken, die Verhältnisse auf dem Berner Hausberg, dem Gurten, ließen ein schnelles Rennen erwarten. 7 Runden plus 3 Startschlaufen waren zu absolvieren. Und Nino Schurter setzte sich relativ rasch an die Spitze. Direkt hinter ihm folgten Julien Absalon, der zweifache Olympiasieger, und der Schweizer Florian Vogel. Schurter und Absalon bestätigten ihre Favoritenrolle und fuhren den anderen davon. Alles konzentrierte sich auf das Duell der beiden. Schurter hielt Absalon in Schach bis auf der zweitletzten Runde. Ja, schönes Duell gewesen, bis ich die Platte kann. Es war wirklich cool gewesen. Wir haben uns richtig gegenseitig bekämpft. Nachher hatte ich leider hinten einen Schleicher gehabt, musste das Hinterrad wechseln. Da in der Rhythmus nicht mehr ganz gefunden. Julien Absalon holte sich so letztlich ungefährdet den Sieg. Und Nino Schurter sicherte sich trotz Platten den zweiten Rang. Im Moment findet Italien